Hallo, ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. Lieber mal einen Blick riskieren und sich dafür nicht genieren. Ich habe den jetzt extra mal für euch im Schatten geschoben, damit ihr das besser sehen könnt. So, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Und was haben wir hier? Den Teil 4 von der MBK mit dem Yamaha Motor. Da ist noch viel zu tun und das seht ihr jetzt. Tja, ich muss noch eine Vorbereitung treffen. Die Variomatik ist ja noch auf und nicht eingebaut. Und dann kommen die neuen Reifen heute. Und da muss ich auch Vorbereitungen treffen, dass ich die aufziehen lassen kann und dann wieder einbauen. Ist doch ein bisschen Arbeit. Ist ein bisschen windig. Ich hoffe, dass man das nicht so hört. Na, ja, sonst muss ich mir noch so einen komischen Puschel besorgen. Naja, ne, die MBK Flame X steht jetzt wieder auf dem Platz, wo ich arbeiten kann. Hier ist eine Gummimatte und da, wenn Flüssigkeiten runterkommen, gehen die nicht in den Boden. Da kriegen wir auch einen Theater mit den Nachbarn. Und jetzt kümmern wir uns mal um die weiteren Schritte. Ja, wie man hier sehen kann, ne, ist ja alles draußen, die Kupplung, die Vario. Aber wie gesagt, die Simmerringe sind dicht. Das ist alles okay. Jetzt werde ich das ein bisschen mit dem Pinsel sauber machen und dann wieder zusammenbauen. Die Kupplung sieht soweit gut aus. Ich habe die Belege mit 1200er Schmirgelpapier leicht angeschliffen, weil die so ein bisschen aufgeraut war. Aber es ist noch genügend Futter drauf, also müssen wir da nichts Neues machen. Ansonsten sieht sie auch ordentlich aus. Die können wir also so wieder einbauen. Ich habe hier noch mehrere Kaltriemen liegen, wie ihr seht, die passen könnten. Die sehen auch alle nicht schlecht aus. Der obere hier ist das Original. Ne, den werden wir nehmen, weil Original immer das Beste ist. Achtet darauf, wenn ihr den einbaut, dass dieser Pfeil zeigt die Laufrichtung ein, dass ihr den so auch draufsetzt. Ich habe hier in der Ecke noch ein paar Reifen und Felgen stehen. Da werde ich jetzt mal gucken, ob irgendwas davon passt, weil ich ja die Felgen mit den alten Reifen zum Reifenfritzen bringen muss und der muss hier umziehen und dann könnte ich das Ding auf den alten Reifen stehen lassen und muss es nicht aufbocken. Ja, das war eine gute Idee, aber wenn wir jetzt hier mal gucken, seht ihr, dass wir hier eine andere Höhe haben von den Reifen. Und auch der Umfang sieht irgendwie anders drauf. Ich glaube nicht, dass ich den reinkriege. Na, das war wohl nichts. Ja, ich wollte das jetzt wieder drauf bauen. Jetzt habe ich aber geguckt. Hier drin ist das Nagellader. Nadellager oder Nagellager. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Und wenn man da so reinguckt, dann sieht man, dass das Fett so alt ist, dass das schon ausgehärtet ist. Also machen wir das sauber und dann neues Fett rein. Hier bei der Vario, das sieht alles noch ganz glatt aus, aber hier, die Hülse, die muss locker gehen. Ne? Ich drücke die hier mit Gewalt rein, das heißt, ne? Die geht ein bisschen schwer. Die werde ich auch sauber machen innen drin und vielleicht mit feinem Schmirgelpapier ein bisschen glätten. Ja, die Kupplung habe ich jetzt wieder drauf gemacht. Ihr müsst hier hinten das zusammendrücken, damit ihr im Grunde genommen den Keilriemen nach vorne kriegt. Sonst kriegt ihr den nicht über die Vario. Ne? Gereinigt ist alles, gefettet auch. Ne? Ja, wie sich das gehört. Ja, und hier vorne haben wir Vergasergitter. Ja, Vergasergitter sortiert gerade das Werkzeug und macht die Werkzeugkisten sauber. Ne? Das ist natürlich nur ein Teil des Werkzeugs. Ne? Und ich zeige euch jetzt auch mal einen Teil von meiner Frau. So, ne? Das ist also nur ein geringer Teil, aber wir müssen da mal langsam Ordnung reinkriegen. Seht ihr? Das ist hier nachher.
Naja. Und das hier ist vorher. Ganz schön verdreckt. Ich habe das schon mal mit dem Lappen sauber gemacht. Seht ihr hier, war doch ein bisschen dreckig. Jetzt nochmal der Liebling der Schrauber. Bremsenreiniger. Hier auch nochmal. Muss alles sauber sein. So, dann lassen wir das ein bisschen liegen und dann wischen wir das natürlich trocken. Ja, seht ihr? Ja, meine Finger sehen schon wieder komisch aus. Ich wollte jetzt nicht sagen, ne? Ja, wir machen das hier drinnen auch so ein bisschen mit ganz feinen 1200er Schmägelpapier. Schmägeln wir die Innenseite ab, ne? Und dann bin ich hier außen auch rübergegangen. Ne? Da lagert sich immer so ein bisschen was ab. Und das muss alles blitzesauber sein. Ne? Ansonsten gleitet das nicht. So, jetzt gucken wir hier nochmal wegen den Variokugeln. Normalerweise sind da 9 Gramm drin. Ich muss erstmal gucken, dass ich das Ding hier in Gang kriege. So, dann gehen wir auf 0. Seht ihr, 8,2. Ne? Also das ist ein bisschen Abrieb, aber nicht wirklich viel. Nochmal eine, ist genau das gleiche. Die lassen wir drin, ne, weil das ist auch original. Ja, wie man hier sehen kann, ist jetzt soweit erstmal alles drauf, der Riemen. Ihr müsst das hier hinten zusammendrücken und den hier ein bisschen höher machen, damit ihr die Steigscheibe drauf kriegt. Ich habe die erstmal mit der Hand festgemacht und jetzt gehe ich mit dem Schlagschrauber bei und mache sie mit dem Schlagschrauber fest. Und dann mit dem Drehmomentschlüssel noch. So, mein Lieblingswerkzeug mit einer 19er Nuss. Das sind wieder zwei verschiedene Größen. Ich halte mal das Hinterrad fest. Gut. Das ist gut. Jetzt gehen wir nach vorne und machen vorne das Gleiche. Hier vorne ist es eine 17er Nuss, der wir hier drauf gehen, auch zusehen, dass das alles vernünftig sitzt, die Steigscheibe, ne? Und für den Kickstarter das Teil, das muss ordentlich sitzen, ansonsten vergeigt euch die 10 Zahnräder und dann wird es teuer. Und wir machen das nur zweimal, weil die Kurbelwelle sitzt ja dahinter, ne? Und da sollten wir ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt versuche ich mal mit einer Bohrmaschine, ob ich das hier frei bohren kann. Ja, ich habe das schon mal mit diesen links drehenden Dingern versucht. Das hat aber alles nicht wirklich was gebracht. Ja, es scheint etwas mühsam zu sein. Ich mache hier mal ein bisschen WD-40 drauf. Damit er nicht wegglüht. Ja, ganz bisschen hat's gebracht. Ja, wenn ihr euch das Loch mal anguckt, ne, da braucht man ein Spezialwerkzeug, wahrscheinlich eine richtig gute Bohrmaschine mit Strom und allen Kram. Aber versucht mal klug. Wir sehen uns dann in 1,5 Stunden. Nachdem jetzt soweit alles fest ist, ne, der Riemen ist auch gespannt, das ziehen wir gleich nochmal mit dem Drehmomentschlüssel an. Versuchen wir mal zu starten. So, das ist jetzt nur zur Kontrolle, um zu sehen, ob alles das, was er machen muss, auch gemacht wird. Das sieht gut aus. So, wir haben jetzt das Gerät umgebaut. Ich zeige euch das gleich nochmal. Und jetzt haben wir hier genügend Abstand und können versuchen, dass wir den auch wirklich mit der richtigen Stärke festkriegen. Ist er ganz drauf? Boah.
Der verbiegt die. Mann, siehst du, wie sich das verbiegt hier? Ich hab schon gesehen. Ich glaube, ich spinne. Warum verbiegst du die denn? Jetzt zeige ich euch mal diese wilde Konstruktion. Hier seht ihr, das ist das, was wir gebaut haben. Das liegt hier nochmal daneben. Ne? Diese Schraube mit der Mutter, hier eine Mutter unter. Und dann haben wir hier, kann man sehen, das ist dieses normale. Das ist aber zu kurz, da kommen wir an den Lüfter nicht vorbei. Und so, das ist jetzt ein Tick länger. Es ist nicht wirklich viel. Ne, könnt ihr sehen. Ne? Und dadurch hat sich das verbogen und ist nicht richtig rangekommen. Jetzt haben wir es aber hingekriegt, weil wir beide so gemacht haben. Das ist jetzt nur, damit ihr seht, was hier genau abgegangen ist. So, jetzt das Gleiche nochmal. Ne? Aha, nochmal. Gut, jetzt hat geklappt. So, der Vario-Deckel ist jetzt wieder drauf. Das sind alles Zehner. Die sind alle schön fest angezogen. Das sieht hier ein bisschen komisch aus. Das ist aber egal, weil da kommt eine Plastikabdeckung drüber. So, diesen Filter haben wir auch sauber gemacht. Das ist eine Kreuzschraube. Die wird dann auch ordentlich festgezogen. So, dann kommt die Plastikabdeckung drauf und dann der Kickstarter noch. So, jetzt haben wir soweit alles fest. Wie gesagt, die Kreuzschlitz und so, die Plastikabdeckung ist drauf. Den Kickstarter haben wir festgemacht. Da müsst ihr darauf achten. Am besten ist, wenn ihr den so ein bisschen runterdrückt, dann kommt dann diese Schraube dran, weil hier, wenn man sieht, das ist ein bisschen doof. Also drückt man den ein bisschen runter, dann kann man die Schraube festmachen. Das ist soweit alles okay. Jetzt muss ich noch hier von dem Schlauch hier unten die Schelle festmachen. Die war auch ein bisschen lose. Und der Luftfilter muss noch rein. Das ist hier der Einsatz. Den haben wir ein bisschen sauber gemacht. So schlimm sieht er nicht aus. Jetzt kommt die Abdeckung noch mal drauf. Und dann werden wir mit Kickstarter mal anmachen. Dann müsste er auch leiser sein. Und es müsste soweit erstmal alles funktionieren. So, hier ist soweit alles fertig. Hier habe ich auch noch eine Schraube reingemacht. Hier unter befestigt man auch eine Schraube, die am Luftfilter sitzt. Das habe ich hier auch so ein bisschen geölt. Und jetzt gehe ich bei und gucke mal, was hier passiert. Seht ihr, Brigitte ist eine Schraubenkiste, die sucht Schrauben, weil doch einige an Schrauben fehlen und viele Schrauben sind auch locker, nicht nur die bei mir. Und deswegen sucht sie da, aber wir werden jetzt auch gleich Schluss machen, weil wir sind schon wieder einige Stunden hier. Ja. So, da unten ist jetzt alles zusammengebaut und jetzt nehmen wir mal den E-Starter, ob das alles stimmt. Ne, mit der ganzen Geschichte Luftzufuhr und tralala, mal gucken, wie schnell er kommt. Wie ihr hört, er ist da. So Leute, das war jetzt der vierte Tag, wo ich hier dran gehangen habe. Ne? Die Reifen sollten heute kommen, ne? Ist irgendwie nicht gekommen. Ne? Ich breche jetzt ab, weil als nächstes müssen die Reifen drauf. Dazu muss ich alles abbauen. Trinke noch mal einen Schluck hier aus meiner schönen Flasche, seht ihr? Hier. Ja, macht echt einen harten. Aber wenn ihr hier guckt, seht ihr das hier? Hier, da und da auch, ist sie gerissen. Ja. Ich habe doch so viel Kraft, ja. Okay, es wird Zeit, dass ich nach Hause gehe. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Hier, guck mal, Frau. Deswegen ist sie undicht. Wieso? Wir haben einen falschen Hals, ne?
Nee, guck mal, da oben, das Plastik ist weggebrochen. Ach, da kam was raus? Ja.